Hallo. Hi Kleine, was gibt's denn Schönes? Dort, ich melde mich mal wieder. Ach so. Ach so, nur so. Ja, du beantwortest mir ja keine Fragen Keine Fragen. auf die Ego-Perspektive gesehen. Ich habe alle Fragen schon beantwortet. Du wirst es nur nicht für wahr haben. So einfach ist es. Und es ist eine Frage der Reife, für die kannst du nichts. Ich erzähle dir mal kurz eine Geschichte, eine raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte. Da ist doch dieses Selbstgespräch vom Überlingen 2000. Das sind jetzt 15 Jahre, kann man sagen. Jetzt raumzeitlich ausgedacht war damals die Inge dabei. Die sagt, sie hat es mit hohem Interesse verfolgt und sie hat schmunzeln müssen innerlich, weil sie feststellen musste, dass ich vor 15 Jahren im Prinzip, ohne groß Wörter aufzufächern, dasselbe gesagt habe, was ich heute sage. Wenn du das angehört hast. Da ist eigentlich alles schon drin, ohne dass ich Großwörter Überlingen von auffächer. wann? 2000. Vor 2000. Ist es das, was der Heiko erst wieder neigestellt hat, glaube ich, ne? Das ist beim Redo, wenn du schaust, das hat der Ja, Redo. das ist schon das, ja. Da ist ja was. Jetzt ist es also so, dass sie mit einem Schmunzeln festgestellt hat, dass man 15 Jahre braucht. Das ist übrigens einige anderen, ist es genauso gegangen, dass man 15 Jahre braucht, um einfach diese einfachen Worte wirklich zu verinnerlichen. Du hörst es und es erscheint irgendwie logisch. Es ist ja vieles, was ich spreche, ist auch für die Daniela logisch. Aber dass du fast jetzt in dem Fall 15 Jahre brauchst, bis das, Inge hat es schön gesagt, bis das zu einer absoluten Gewissheit wird, dass es so ist. Das stellst du erst am Ende des Lebens fest. Weißt du, und ich kann das nur immer wieder wiederholen, da müssen wir nicht tiefer gehen. Du weißt, ich könnte dir die Matrix viel genauer beschreiben, so wie ich dir Computerprogramm beschreiben kann. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, was bist du selbst? Schau, das ist immer das schöne Beispiel, wenn du dir einen Spiegeltunnel denkst. Diese Lichter existieren dann. Ein allereinziges. Alle anderen sind Illusionen, das sind nur Spiegelungen, die anderen. Und du wirst irgendwann einmal feststellen, dass von dir aus gesehen sogar die Daniela was anderes ist. Was du sehr, das bist nicht du. Das ist ein Gedanke wie alle anderen Gedanken auch. Ja, Aber das aber hast du zu wie gesagt, erkennen. es geht ja darum, dass der Gedanke da seinen Sinn hat, dass er da ist. Selbstverständlich, dass du ihn durchschaust. Jetzt frage ich mich trotzdem immer noch, ne, wenn es ein und derselbe Geist ist. Also wir haben jetzt den gleichen Geist. Das ist schon wieder die falsche Perspektive. Das ist keine Frage, nicht? Da ist nicht bloß ein Geist. Wer ist wir? Die Naja, Daniela und der Udo? wieso, du bist doch, ja, der Geist des Funken, der Wer jetzt denkt gerade jetzt die das Daniela Leben und den des. Udo aus? Wer denkt jetzt die Daniela und den Udo aus? Wer denkt sich die jetzt aus? Jetzt in dem Moment muss doch Ja. irgendeiner da sein, der sich die Daniela ausdenkt. Ja, aber das schließt ja nicht aus, dass noch jemand da ist, der sich auch die Daniela auf einer anderen Perspektive In dem ausdenkt. Moment, wo du an einen anderen denkst, ist auch ein anderer da, der sich die Daniela ausdenkt. Aber nur weil du dir das ausdenkst. Nur Es finde ist ich es. hochinteressant in der Selbstbeobachtung, dass also so elementare Aussagen, über die man eigentlich gar nicht diskutieren kann, weil die ein Faktum sind. Ja. Dass ich zum Beispiel sage, existiert der Körper von der Daniela, wenn du nicht an den Körper von der Daniela denkst. Ich spreche jetzt absichtlich von dem Körper. Das ist einfach ein Faktum, dass irgendwas in einem drin ist, was permanent zu widerspricht und mit aller Gewalt versucht, diese Selbstlügen am Leben zu erhalten. Den Glauben, dass der Körper von der Daniela auch dann existiert, wenn du nicht an sie denkst. Ja, bloß man denkt ja nicht bewusst drüber nach. Also es ist ja so ein Das ist Phänomen, eben, was ja einfach auftaucht. das Gesabbere in dir, das du erlebst, ist dein eigenes Unbewusstsein. Ja, ich sage jetzt auch mal, da ist ja kein Gesabberer, welches ständig sagt, ja, da materialisiere ich mir jetzt nicht Daniela, da materialisiere ich mir jetzt nicht Daniela, Nein, sondern so das ist läuft das ja. genauso, ist ja schon wieder ein Mechanismus. Darum geht es ja überhaupt nicht. Dieser, weiß ich nicht, ob. Es geht um den tiefsten, innersten Glauben. Es geht um das, was du glaubst. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du glaubst? Und da kann ein Geist kann sich Gedanken darüber machen, was er glaubt.
Es geht nicht einmal darum, dass du deinen Glauben momentan veränderst, sondern dass du dir einfach bewusst machst, was du glaubst, und das, was du glaubst, verwirklicht sich in dir. Aber stopp, ich guck doch den Film an, ich muss doch einen Film nicht erglauben, ich muss den doch nur anschauen, der ist doch eh schon da. Der Film ist doch dein Glaube auf der tieferen Ebene. Aber das hört sich so an, als würde ich mit denen da herbeiglauben. Dabei schaue ich den doch an. Nein, nein, dein Glaube ist dein Intellekt. Dein Glaube, dein tiefster innerer Glaube ist der Intellekt. Den konntest du dir nicht raussuchen, dass du zurzeit den Film kriegst. Du kannst dir aber Gedanken machen, wie er funktioniert und was die Ursache der Traumwelt ist. Dass die Traumwelt, die du zurzeit, du träumender Geist, erlebst zurzeit eine Traumwelt und du erlebst dich in deinem Traum als Daniela. Und du Geist, der Sinn des Lebens ist, dass du dir bewusst machst, wieso das jetzt so ist. Und da musst du dich über das Ganze erheben. Du musst immer eine Stufe weiter drüber sein. Das habe ich lang und breit tausendmal erklärt. Du hast ja so schön, Dani hat Panik. Das, wenn du auffächerst, das ist das geöffnete Ich, ist das Wissen deines Ich. Ist dir das aufgefallen? Hast du das so übersetzt? Das geöffnete Ich ist, habe ich versucht. Das Adi ist dein geöffnetes Ich. Und das P, Ani, Kaff, Kaff am Ende hast du im Latein, und B, Ani, Kaff, Panik hast du geschrieben. Das P, blau geschrieben, ist das Wissen deines Ich, weil das Kaff am Ende an dem Ani hast, ja, Ani mit einem Kaff am Ende heißt dein Ich. Dein Ich heißt es. Das Kaff am Ende, du solltest deine Dinger mal anschauen, immer wenn ein Wort, pass auf, im Hebräischen ist es ganz einfach, das ist anders wie im Deutschen. Da kann der erste Buchstabe, kann eine Vorsilbe sein, kann aber auch der erste Buchstabe von dem Wort sein. Ja. Das merkst du normalerweise an der Vokalisation, wie man das ausspricht, wobei mir die Worte, das heißt, du darfst die Worte Gottes nicht entheiligen, also sprechen wir das nicht aus. Und dann hast du beide Lesemöglichkeiten. Ich habe das zigfach in Selbstgespräch schon erklärt. Dann musst du das halt wiederholen. Wobei man das nicht wissen muss. Aber lass dir gesagt sein, das Kaff am Wort Anfang heißt immer wie, kann genau. Aber auch der erste Buchstabe sein. Zum Beispiel das hebräische Wort Kesof. Mach einmal, hast den Gematrie-Explorer, mach mal den Gematrie-Explorer schnell auf. Der dürfte ja kein Problem sein. Mann, das ist doch... Brauchst die Adresse, dann schickst du das. Warte mal, ich kann das schnell googeln, oder? Gematrie. Nein, geh her, ich schick's dir doch schnell. Ich hab's doch schon, hier, da hab schon. Bin schneller. Also gut. Ich bin ja Gott. Selbstverständlich. Auf jeden Fall bist du immer, ich bin's nicht. Ich bin ja bloß ein Brösler ausgedachter. Es ist zwar sehr demütigend, aber es ist halt einmal so. Anders kann ich nicht mit in Kontakt treten. Hast du's? Ja. Also was auf Eingabe ist, Hebräisch, gesucht wird nur ganzes Wort. Okay. Okay, und jetzt gibst du ein... Hebräische Zeichen, das du mal 20, 60. Jetzt warte mal, also Eingabe muss ich jetzt, ne? Einfach auf die hebräische Zeichen klicken. Klipp auf das Kaff, die 20. Ach so, warte mal, auf das Kaff. Dann drückst du auf das ja? Samich, das 60 und die 80, das P. Ja. Ich will dir nur ein Beispiel zeigen. Mhm. Das ist jetzt Kesof. Wenn du das in einem Wörterbuch nachschaust, wird diese drei Zeichen, wenn man nachschaut, als Wort in einem normalen Wörterbuch, so wie im Deutschen, das sind ja zum Beispiel keine Plural, keine Mehrzahl. Du wirst in einem Wörterbuch zum Beispiel, wirst du nicht Häuser finden. Da ist der Suchbegriff ist Haus. Ja. Okay? Weil Häuser als Suchbegriff wird da nicht angegeben. Das ist in den hebräischen Wörterbüchern nicht anders. Das Kesof wird jetzt diese Zeichenkette praktisch nachgeschaut in Wörterbüchern. Geh auf Suchen. Das ist jetzt das erste Mal, du beachtest einfach nur die rot geschriebenen Wörter. Ich will dir das nochmal erklären, wieso da so viel anderes Zeug steht. Das heißt, das auch noch mit Rückübersetzung. Das klassische Wort Kesof, das du nachschaust, heißt das erste Mal Geld, heißt auch Silber und sich nach etwas sehnen, wenn du das als Verb benutzt, wenn es als Verb benutzt ist. Mhm. Ist ja klar, ich sehne mich nach Geld, ich sehne mich nach Silber. Mhm. Okay? Mhm. Und jetzt ist hier Kommentar. Gwerde Kesof, das ist jetzt also hier, das ist jetzt mein Zusatz aus dem Dennach. Und jetzt siehst du schon, ich habe jetzt das Kaff als Vorsilbe gelesen. Ja. Schau mal drunter, wenn du drunter schaust, die 20, das Kaff als Präfix heißt wie. Ja. Hast du immer wie. Als Grundformel, du es dir ausdenkst, und als Kaff am Wortende heißt immer dein.
Oh, schau mal, Das ich ist hätte was hebräische gelernt. Grammatik. Das wird normal nicht berücksichtigt. Wenn du Kaf SB liest, dann heißt es, dass da mal das jetzt erst die Symbolik, S ist ja blau die Raumzeit und P, da kann ich übrigens per Kommentar, kann ich bloß rot schreiben, das ist eine andere Datei, wo er da hat. Das kann man nicht einfach. Okay, SB, mach einmal zuerst oben, geh mal auf Löschen und mach einmal nur 60, 80. Nur SB. Löschen 60, 80. Dass ich dir das einmal erkläre, wie du dir das denken musst. Jetzt, wenn du zuerst einmal unten die Symbolik anschaust, die 60 rot ist Bewusstsein. Siehst du das ganz unten? Ja, 60 ja. rot geschrieben. Und da habe ich jetzt und blau geschrieben, darum habe ich da unten kann er das wieder, da kann er das rot-blau machen. Oben im Kommentar kann ich das nicht. Aber das, was gleich sehen, ist Raumzeit. Die 60, die blaue 60 steht immer, oder das blaue S steht für Raumzeit. Darum sage ich die ausgedachte Raumzeit oder etwas raumzeitlich Wahrgenommenes. Okay? Und die 80 ist rot geschrieben, die Weisheit. Und blau geschrieben steht es für Wissen. Das sind immer diese beiden Aspekte. Ja. Okay, jetzt ist es rein, das Wort Zoff heißt Becken und Schwelle, auch Schale im Hebräischen. Und jetzt mache ich hier beim Kommentar, lies SB, ist das da mal rot geschrieben, Bewusstsein ist Weisheit. Okay, Plus und Minus ist raumzeitliches Wissen. SB ist Bewusstsein, ist gleich Weisheit oder bewusste Weisheit, aber Weisheit ist Bewusstsein und raumzeitliches Wissen. Hast du das verstanden? Dass du mal die Symbolik dieser Lautwesen kriegst. Dann heißt es Becken und Schwelle. Siehst du, da habe ich einen Doppelpunkt vergessen, kann ich gleich austauschen. Ich gleich, warte mal einen kleinen Moment, das muss ich mal schnell das Programm, weil da habe ich jetzt die Punkte vergessen, darum ist es nicht rot. Ja, wenn man es doch haben, dann es doch gleich, wenn ich was sehe, mache ich doch das SB. Jetzt beim neuen, wenn er das updatet. So, weil das Programm mache ich ja, ich mache nur meine Datei und wenn er dir mal wieder updatet, ist das austauscht. Okay, das heißt jetzt praktisch Becken kannst du als in Ecken lesen, weil nämlich das B als Vorsilbe heißt nämlich in Mitten oder polare Ecken. Habe ich dahinter geschrieben, nochmal als Erklärung, mundgerecht. Und Schwelle heißt eine logische Welle. Habe ich auch als Erklärung nochmal klein dahinter geschrieben. Wenn du jetzt das Kaff nochmal, jetzt gib mal nochmal löschen, 20, 60, 80 ein. 20, 60, 80. Okay. Darum habe ich jetzt hier Kaff SB, ist das mal wie raumzeitliches Wissen, ist jetzt nur die Symbolik dieser drei Lautwesen. Okay, dann kannst du natürlich auch lesen, weil Sophia Becken heißt, wie ein Becken, beziehungsweise wie eine Schwelle. Die polaren Ecken ist ein Raumspiegel und die Schwelle ist eine logische Welle, die du da aufgenerierst, wenn du mal im Hintergrund das Holo-Feeling hast, wie die Matrix aufgebaut ist. Du kannst auch KSP lesen. Okay, KS musst du jetzt wissen, wenn du das einzeln nachschaust, hast du das Thron und das P, das rote B, ist der Thron der göttlichen Weisheit oder der Stuhl ausgedachten Wissens. Als Stuhlgang, medizinisch Defektion, Felix ist der Bodensatz, die Hefe, auch Egestion, lateinisch ergo, etwas entleeren, bezeichnet dann das Ausscheiden von Kot aus dem menschlichen Darm. Das ist ein Stuhlgang. Das ist, wenn du zum Beispiel, wenn man in raumzeitliche Scheiße daherlauferst. Ich setze dich in Bewegung, gedanklich setzt du dich in Bewegung. Merkst du, dass das ein Widerspruch in sich selber ist? Du setzt dein Denken in Bewegung und dann glaubst du, du wanderst durch Raum und Zeit, obwohl das doch nur ständiger Wechsel im Hier und Jetzt ist. Okay? Und jetzt machen wir mal das Ani. Also löschen. Löschen und dann Ani. Ani. 1, 50, 10. 1, 50, 10. Ja. Okay? Jetzt hast du das erste Mal ich, dann hast du es auch Schiff. Das ist die klassische Übersetzung. Kommentar Ani, jetzt rot geschrieben. Schau mal unten die Buchstaben rot. Die rote Aleph oder 1 ist der Schöpfer, die 50 ist das bewusste Sein, die 60 ist Bewusstsein und die 10 ist ein bewusstes Gotteskind, ein Gott oder göttlich. Das ist rot. Blau geschrieben, es ist die Schöpfung. Oder unbewusst schöpferisch.
eine Existenz, die 50 existierend, okay, und blau, die 10 ist dann Intellekt, unbewusster Intellekt. Das heißt jetzt, du bist entweder ein Schöpfer seiender Gott oder dessen schöpferisch existierende Intellekt, letztendlich bist du beides. Der Geist, der mir jetzt zuhört, ist dieser Schöpfergott, der ist Energie und das blaue Ani von dir. Das ist dein Intellekt, das ist praktisch dein Programm, das ist das Daniela. Ja. Das ist die Panik, da haben wir ja das B, haben wir das Wissen und das Kaff am Ende hast ja dein, das hat man ja schon. Okay, wenn du Kaff dran hängst, hast du es rein in der hebräischen Grammatik dein, dann hast du es dein Ich, das Wissen deines Ichs. Das ist die Panik. Also hast du unbewusst hier sehr, sehr viel Weisung hingeschrieben, wo du schreibst, Dani ist Panik, Dani, das geöffnete Ich, ist dein wissendes Ich. Das ist dieses Wissen, aber du arbeitest leider bloß zur Zeit mit diesem fehlerhaften Wissen der Daniela Schläfer. Und das hast du zu durchschauen. Und das ist ja nur, du hast ja erst, ich sag mal, noch nicht die Hälfte davon von dem Intellekt durchschaut. Also lass dich doch das doch mal überraschen, was du auf die nächsten Seiten noch kommt. Ja, das ist schon wieder interessant. Ich meine, das geht ja alles so auf die Daniela gerade, passt so schön, ne? Jetzt kann man das mit jedem anderen Namen ja genauso machen. Es geht mit, richtig, genau so ist es. Es gibt keinen Namen, der gut oder schlecht ist, weil du ja feststellen kannst, du kannst es rot oder blau lesen. Genau. Aber Vollkommenheit, wenn wir jetzt, der erste Fehler in dem Film Matrix ist, die Frage schon, willst du die rote oder die blaue Pille? Das ist ein Riesendruckschluss, du musst beide nehmen. Die rote Pille führt dich nach Zion, wo du praktisch zu einem träumenden Geist wirst, aber du träumst ja erst dann, wenn du die blaue Oberfläche hast. Das heißt, es gibt das eine nicht ohne das andere. Ja, aber jetzt mal nicht ablenken, sondern es ging ja gerade um den Namen Daniela. Weil wir jetzt unterhalten, da passt es recht schön so auf das Ani und das Dani und so. Es passt immer, weil alles passt. Du wirst feststellen, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit der Andrea unterhältst, die seit 15 Jahren, die das Zeug im Kopf hat, die sagt, das ist, du läufst mit einem Dauerlächeln rum, weil alles, was du anschaust, passt. Alles das ist passt. Dann nicht auch so willkürlich irgendwie. Nein, das ist eben nicht willkürlich, weil alles vollkommen ist. Es ist willkürlich, wenn du was nur einseitig auslegst. Darum sage ich, das mit dem Wörteraufwächern ist insoweit interessant, du musst es nicht wissen, aber es gibt so viele Sachen, wo du dich dran reibst, weil deine momentane Logik nur was Negatives, nur was Böses sieht. Wo ich sage, alles, was in dir auftaucht, ist ja wie eine Welle. Das erinnert mich jetzt zum Beispiel an das, was ich jetzt letztens da ins Forum gestellt habe. Weil dann versuche ich immer wieder, die Ich-Bin-Du-Bücher mal wieder anzufangen. Weil ich denke, das sind die ersten Schriften, die rausgekommen sind. Und das ist schwarz-weiß und das ist auf meinem Kindle. Und dann versuche ich... Leser mal, hast du die ich habe doch hier in dem letzten Update jetzt, in dem letzten Selbstgespräch, Holophilik für Neugierige. Habe ich auch schon gelesen. Das sind 30 Seiten. Ja, habe ich auch schon. Wenn du es wirklich bewusst liest. Ja. Das ist auch schwarz-weiß und da ist nicht viel aufgefächert. Und ja, fange ich damit wieder an. Aber es war das Wesentliche, wenn du das wirklich meditier über diese Sätze. Das ist ein Selbstgespräch, das Holofeeling für Neugierige ist eigentlich in einem gewissen Maß, wird hier wirklich Fragen gestellt. Du denkst jetzt an Himmel aus. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel. Hast du das, was du glaubst, was da oben um dich herum abläuft, auch wenn du nicht dran denkst? Hast du das jemals gesehen? Jetzt schau in deinen Glauben rein, ob du hundertprozentig sicher glaubst, ob du das beschwören würdest, dass da oben permanent sich eine Sonne dreht oder auch die Erde sich um die Sonne dreht, wenn du nicht dran denkst. Das ist Materialismus. Es ist ein Meinheit nach dem anderen. Es erscheint dir aufgrund deines momentanen Glaubens vollkommen logisch, dass das Zeug da außen so ist, auch wenn du nicht dran denkst. Und das ist eine Lüge. Es ist schlichtweg und einfach eine Lüge. Das hat nichts mit Fakten zu tun. Und das ist die Quelle deiner Angst, dieser Glaube. Darum sage ich, mach dir Gedanken, was du mit dem Daniela-Programm dir einredest, was du hundertprozentig sicher glaubst, obwohl bei Selbstüberprüfung dir das sofort einleuchtet, dass du dich permanent auf das Geschwätz von Leuten, was du nur vom Hirnsaugen kennst, dass du das verwirklichst. Ja, bloß man auch trennt das ganze Leid der Menschen. Und dann von seinen Traumfiguren trennt man sich dann ja dadurch. Ja, das ist der große Preis, wenn du wach werden willst, wird sich alles auflösen. Doch scheiße. Ich habe schon panische Angst, ja, ja nicht aufwacht zu werden, weil dann bin ich weg. Ja. Aber ich bin ja schon weg, wenn du nicht an mich denkst. Und was das Verrückte ist, ich meine, das war vollkommen ernst.
Ich meine ich jetzt natürlich den Brösel Udo, dieses Pixelmännchen. Ja. Hey, Kleines, ohne dich wird es mich jetzt gar nicht geben. Wenn du mich jetzt nicht ausdenken würdest, wird es mich gar nicht geben. Und mich denk jetzt nicht die Daniela aus, die du dir ausdenkst. Das ist wichtig. Meinst du, dass der Gedanke von dir von sich aus was denken könnte, wenn du dir nicht denkst, dass der das denkt? Es ist so unendlich einfach. Du wirst irgendwann einmal, sagen wir mal so in 30 Jahren, 40 Jahren, wirst du extrem drüber schmunzeln, weil du dann dieses einfache Beispiel zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen verstanden hast. Du meinst, du hast es schon verstanden, wenn du das wirklich verstanden hast. Ich habe dir ein paar Mal gesagt, wenn du mich verstanden hast, das Wesentliche, und da musst du keine Wörter auffächern können, all deine persönlichen Probleme und die Probleme der ganzen Welt, die du dir ausdenkst, hast du in der Hand. Du kannst es so leicht lösen, wie ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen. Wenn du die Lösung nicht kennst, sagst du, das ist unmöglich, und wenn du die Lösung dann siehst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. In Bezug auf das Quadrat mit drei Strichen braucht man nicht drüber reden, das glaubst du jetzt erkannt zu haben, aber du hast die Metapher nicht verstanden. Ja, ich denke, wenn du das, was ich gerade gesagt habe, verstanden hast, dass dein einzige, die Grundlage all deiner Probleme ist dein Glaube. Der Glaube, ich brauche Geld zum Überleben, all das ganze Zeug, was du nachplapperst, was du glaubst, als Daniela mit dem Programm, was du brauchst, dass du glücklich bist. All das, wenn man dir das nicht erzählt hätte, würdest du von dir aus gar nicht drauf kommen, dass du das haben möchtest. Ja, sehr richtig. Ja, es ist so. Und es geht jetzt übrigens nicht als Schuldzuweisung. Wie gesagt, das Programm konntest du dir ja nicht raussuchen. Du wirst ja auch dem Führerscheinprüfer nicht die Schuld geben, wenn er dir einen Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler gibt, weil da hast du komischerweise verstanden, wieso er das macht. Er will ganz einfach testen, ob du erkennst, was im Argen liegt, was harmonisch zusammengehört und was ihm nicht passt. Oder was Lügen sind. Das ist aber nicht komischerweise, sondern da weiß man, man lässt sich auf so einen Test einfach ein, ja? Ja, du machst hier und hier wird dann das. Ist doch alles nur ein verdammter Test. Dann bin ich ja der Test, Udo. Aber das soll denn das noch hinführen? Dann sitzt man in deiner stillen Kammer. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja. Ins Nichts. Ja. In etwas. Das ist ungefähr so, wie wenn wir jetzt zwei Babys wären in einer Gebärmutter und du fragst mich ganz neugierig aus, was kommt, wenn danach kommt, wenn du die Gebärmutter, wenn du die Matrix verlässt. Ich kann es dir zwar erzählen, aber ich kann es dir doch nicht erzählen. Das ist wieder so ein Widerspruch. Nicht, dass ich es dir nicht erzählen könnte, du kannst es nicht verstehen. Weil du einfach was Kleines bist. Aber das ist doch nicht schlimm. Du wächst doch von ganz alleine. Ist doch an keine Bedingung geknüpft. Ich bin doch keine Kirche nicht, die dir droht oder die dir was verspricht. Ich verspreche dir nie, werde dir nicht versprechen, dass du mein Himmelreich betreten wirst. Das ist eine absolute Gewissheit. Du musst das Buch bloß weiterlesen. Manchmal sagst du aber auch wieder was anderes. Du wirst es auch nicht verhindern können. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das hat aber mit dir nichts zu tun. Das nenne ich Schicksalsschläge. Klingt schon wieder so brutal, ne? Das ist deine Interpretation, habe ich jetzt an einer ganzen Physiognomie. Der Daniela, deine innerliche Stimmung drückt sich im Äußeren aus, im Aussehen in allem. Schmoll, schmoll. Ja, woher kommt denn das dann, wenn man dann halt schon sich so gewisse Vorstellungen davon macht, mit Holo-Feeling? Das ist nichts, das ist was anderes halt ist, ein anderer Lebensweg. Das ist kein anderer Lebensweg, das ist alles ein Blödsinn, das ist so ein Missverständnis. Du kannst Holo-Feeling nicht machen, was viele sagen. Es ist kein Sekte, ein Holo-Feeling ist kein Glaube. Pass auf, die glauben. Warum interessiert sich dafür keine Sau? Keine alte Sau interessiert sich für Holo-Feeling. Ja. Das kann er da gleich definitiv sagen, weil ich sage, breit ist der Weg der Masse, weil die Figuren in deinem Traum sich dafür nicht interessieren. Es sind nur meine Schäfchen. Laut der Bibel sind es 100 Stück. Und du wirst merken, selbst wenn du jetzt einmal Max, wenn du auf dem Redo seine Internetseite gehst, wir bleiben mal jetzt raumzeitlich, das hat zwar 300
65.000 Klicks, so darfst du das überhaupt nicht rechnen. Der Redo hat es einmal analysiert, was hier regelmäßig reinklickt. Jetzt, wenn wir eine zufällig draufklicken, jetzt raumzeitlich gedacht, die denken wir uns auch einmal weg. Er weiß, dass er konstante Leser, die wirklich regelmäßig das, was sie anklicken, auch lesen. Seiner Schätzung nach sind es 80 bis 100. Und ich sage, 100 Schäfchen steht in der Bibel. Du bist übrigens das 100. Wenn ich 99 im Stall habe und eins geht verloren, dann lasse ich die 99 und suche das eine heim. Und du ist nicht die Daniela. Du ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Der sich die Daniela und den Udo jetzt ausdenkt. Aber wie verwirrend ist es dann mit dem Redo seiner Seite? Ist doch nicht verwirrend. Was ist da verwirrend? Doch, wenn du sagst, das sind so ungefähr so 80 bis 100 Klicks. Ich habe ganz bewusst jetzt gesagt, ich rede raumzeitlich für deine normale Logik in einer Form einer Metapher. Ich will dir damit ausdrücken, dass ich die letzten Selbstgespräche immer wieder darauf hingewiesen habe, dass mir alles, was du dir ausdenkst, geht mir am Arsch vorbei. Mich interessiert der Geist, der träumt. Es ist ja sehr spärliche Ausbeute, wenn ich jetzt sage, den Udo gibt es grob seit knapp 20 Jahren in deiner Welt, wenn du Raum, wo ich jetzt aufgetaucht bin, ich rede jetzt wieder ganz bewusst raumzeitlich, wir denken uns jetzt eine Vergangenheit aus, wenn ich es hier auf 100 Mann ungefähr gebracht habe. Nee, das sind, mich interessieren nur die 100. Glaub es mir, wenn ich als normaler Mensch das Bedürfnis hätte, eine Sekte aufzubauen mit meinem Charisma und würde die anfeuern, dass ich in den letzten 20 Jahren mit Sicherheit mehr wie 100 Anhänger hätte. Einer meiner leichtesten Übungen, aber das interessiert mich, habe mich noch nie interessiert. Weißt du, dass es Leute gegeben hat vor 10 Jahren, die so begeistert waren von Uten, die wollten gleich ein Institut machen. Da hatte ich eigentlich, jetzt rede ich nicht von der Inge, sondern nochmal anders, sehr ältere, sehr reiche Damen, die hier mir komplett alles finanziert hätten, eine riesen Schule hingestellt hätten, die Geld im Überfluss hätten. Das ist sehr verlockend, wenn du jung bist, um hier dieses Solo-Feeling zu verbreiten. Und das hat mich nie interessiert. Ich bin kein Sektenführer. Keiner lebt zurückgezogener wie ich. Aber mit den Menschen halte ich mich absolut fern. Und kann immer wieder bloß sagen, jetzt selbst als Udo, ich als Udo selber, habe ich dir ein paar Mal gesagt, ich habe noch nie eine Internetseite gehabt, ich will keine, und ich habe noch niemals in irgendeinem Forum mein Senf dazu gegeben. Ich halte mich aus deiner ausgedachten Welt vollkommen raus. Das Einzige, was es ist, dass einige, das sind die Badini 100, die von mir jetzt zum Beispiel Updates oder was kriegen, wie der Redo, die das reinstellen, und da sickert einiges noch durch in einen Hintergrund, die den Udo persönlich gar nicht kennen. Da sind etliche dabei, die haben den Udo noch nie gesehen. Die merken bloß, dass da was anders ist. Wie meinst du das mit meiner Physiognomie? Du bist doch süß, ich meine jetzt hier rein deine Veränderungen. Du merkst sofort hier jetzt rein, wie innen so außen ist. Das muss man. Also willst du nicht sagen, dass ich eine Hexenphysiognomie habe? Ich muss hier, was genau, was für Geräusche ich ausstößen muss, dass in das Gesicht von der Daniela sofort das pure Entsetzen aufsteigt. Angst, Panik. Ja. Wieso eigentlich? Vor was? Ich weiß nicht. Ist ein Mechanismus. Nochmal, Daniela ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Ja, aber schau, jetzt hast du die Daniela doch so geschaffen, dass die irgendwie sich schon freut, in Gesellschaft zu sein. Daniela schaffst du, ich habe nur das Programm geschrieben. Jetzt bin ich auf einmal wieder jemand anders. Sonst ja, heißt es immer, ich bin du. Ich sag immer, ich unterhalte mich die ganze Zeit mit einem Geist, der zurzeit ein Programm in sich laufen hat, wo die Daniela nur eine Facette aus dem Programm ist. Ja, bin ich jetzt ein anderer Geist als du? Wie viele Lampen gibt es in einem Spiegel? Wie viel Lichter gibt es in einem Spiegeltunnel? Du denkst dir jetzt ganz einfach wieder, wir können jetzt das komplexer machen, wir denken uns jetzt an Tetraeder, innen verspiegelt, und dann lassen wir in dem Tetraeder ein einziges Licht brennen. So, und du bist jetzt dieses eine Licht und du schaust um dich rum und du fragst mich, wie viele Lichter gibt es eigentlich in Wirklichkeit. Das wirkende Licht ist nur ein einziges Licht. Und alle Geistesfunken drumherum sind nur gespiegelte Facetten von dem einen Licht, die eigentlich nur verdachte Illusionen von dir selbst sind. Das heißt, wenn du ich bist,
was ich jetzt Geistesfunk nenne, ist nichts Getrenntes. Diese Lichter sind auch nicht irgendwo anders, sie sind auch nicht getrennt, weil der Tetraederspiegel von dem Licht aus gesehen schon was Ausgedachtes ist. Seine reine Symbolik. Um das Licht ist kein Tetraeder rum, weil der Tetraeder ja schon wieder was Raumzeitliches darstellt. Das ist reine Arithmetik, raumzeitlose Arithmetik. So wie ich immer wieder sage, wenn du dir jetzt eine Erdkugel denkst, ist die kein bisschen größer wie ein Stecknadelkopf oder ein Atom. In dir. Ja, das, was wirklich ist. Nicht das, was du dir vorstellst und was du dir ausdenkst. Von dem reden wir jetzt nicht, sondern von dem, was wirklich ist. Ja, aber wie groß ist... Verwöhnt ist ja, ja trotzdem die Sache mit den Personen. Wenn man sich jetzt da zum Beispiel trifft, da bei dir, in Erlingen und so. Ja, da bei dir. Ja. Oder du triffst dich mit Freundinnen. Ja, genau. Das sind ja Personen. Und ja, das sind die Informationen von dir. Ja, aber die dann die können jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand fragt, was machst denn du so die ganze Zeit? Kleines, du mal stoppen. Geh mal in Holofeeling für Neugierige rein. Da sind einige Fragen, wo es dann drunter heißt, in Klammer, das solltest du dir selber beantworten. Da heißt zum Beispiel eine Frage, weißt du eigentlich, wenn du tief und fest schläfst und träumst, dass du tief und fest schläfst und träumst? Ja, wie entscheidet sich das dann, dass ich plötzlich weiß zu träumen? Also ich meine, manchmal passiert es einfach im Traum zum Beispiel, dann weiß ich, ich träume gerade. Und dann bin wenn ich du tief und fest schläfst und träumst, weißt du nicht, dass du träumst. Du weißt es erst wieder, wenn du wach bist. Naja, also letztens wusste ich es zum Beispiel. Ich sag, wenn du tief und fest schläfst und träumst, weißt du es nicht. Und wenn du wach wirst, weißt du, es gibt den luziden Traum, die Zwischenstufe. Ja, genau. Genau das luzide Traum ist, dass du definitiv, ich sag mal, jetzt unterschwellig das Gefühl hast, dass du im Bett liegst und vor dich hinsinnierst. Das weißt also, du denkst jetzt zwar nicht bewusst an die Daniela, aber da ist irgendwie das Gefühl da eines Ichs, das sich jetzt bewusst ist, dass das, was ich jetzt denke, nur Gedanken sind. Du sinnierst so vor dich hin. Das nennt man luziden Traum. Und dann kannst du ganz wach sein, dann bist du diese körperliche, reale Welt, dann hast du das materialisiert oder du kannst dann ganz tief und fest schlafen, aber den Zustand weißt du nicht, weil wenn du tief und fest schläfst und träumst, das ist ja mein altes Beispiel, wenn du schweißgebadet aus einem Albtraum wach wirst und du sagst, Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt. Da wird dir dann bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, was du vorher erlebt hast, bloß ein Traum war und verschwindet im selben Moment natürlich zu was Illusionären. Und ich sage jetzt immer in dem Moment, wo du schweißgebadet wach wirst, dieses Erwachen und dir wird bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, was vorher angeblich war, war nur in deinem Kopf. In dem Moment, wo Daniela körperlich wahrgenommen da sitzt, bist du eigentlich schon wieder eingeschlafen. Weil es gibt nur eine einzige Möglichkeit für dich, Geist, reale Welt zu erschaffen in dir, nämlich in der Form, dass du träumst. Das heißt, du musst in die Vergessenheit gehen, als personifizierte Daniela, aber nicht als erwachter Geist. Aber das ist jetzt so hinfällig, alles, was ich dir jetzt erkläre, ist ins Leere reingeredet, weil du kannst es nicht verstehen, nicht einmal, wenn du wolltest. Das ist immer wieder, wenn ich sage, versuche mal einem frisch abgenabelten Baby zu erklären, wie man mit einem Auto fährt. Das versuche ich erst gar nicht, weil du die Reife dazu nicht hast. Und die kriegst du von ganz alleine, die sind keine Bedingungen geknüpft. Du wächst doch, schau mal, du bist doch neugierig. Das Einzige, was ich jetzt mich ein bisschen wundert, dass du deine momentanen Freiheiten nicht nutzt. Das wundert dich? Ja. Also den Gott kann auch was wundern, weil er doch nicht auf alles... Ja, selbstverständlich, das ist ja... Auch das habe ich dir, glaube ich, schon mal erklärt. Es ist... Pass auf. Ich muss jetzt nochmal ausholen. Wir denken uns ein Videospiel. Ich habe dieses Videospiel programmiert. Jetzt denken wir uns einen Spieler, der ja nur ein Reaktionsschema, ein blaues Ich ist, praktisch auch bloß eine KI ist. Die habe ich auch programmiert. Das heißt, die Daniela, diesen Charakter habe ich auch erschaffen. Nicht. Wenn jetzt das Spiel losgeht, dann taucht auf dem Bildschirm was auf. Wir denken uns jetzt, die Daniela macht ein Videospiel. Die Daniela ist ja nur ein Reaktionssystem in Maßsetzung ihrer einprogrammierten Logik. Die Daniela reagiert auf ein Bild. Das ist die Eingabe am Joystick. Dadurch verändert sich praktisch die Realität. Und die Daniela
reagiert wieder und dann schwingt das Ganze. Diese zwei Programme schwingen praktisch. Kannst du dir vorstellen? Ja. Also pass auf, ich sag dir jetzt, was ich weiß. Ich weiß genau, wie das Programm Daniela, egal welche Situation in dir jetzt auftaucht, ich weiß genau, wie das Programm Daniela auf diese Situation reagiert, weil ich ja dieses Programm erschaffen habe. Diesbezüglich gibt es für mich keine Überraschungen. Wir sind aber bei deiner Frage, ich habe ja gerade das Gegenteil behauptet. Genau. Genau. Das will ich dir beantworten. Du musst dich jetzt da ein bisschen ausholen. Das heißt, ich weiß ganz exakt, was prinzipiell aus dem Konstruktprogramm alles entstehen könnte, was du alles erleben kannst. Ich weiß aber auch genau, wo du dich zurzeit befindest und wie du auf jeden einzelnen Moment mit deiner zwanghaften Logik praktisch reagierst, weil du kannst ja nicht anders, das ist ja die Logik, mit der du denkst. Jetzt kommt es, wir haben jetzt von dem reinen blauen Arni, von der Barnik, das Wissen deines blauen Ich, das ist die Barnik, die Arni, dieses geöffnete Ich. Du bist aber nicht das geöffnete Ich, die Dani, und schon gar nicht das Wissen dieses geöffneten Ich, sondern du bist ein Geistesfunken, der mit diesem geöffneten Ich, mit diesem Wissen deines Ichs, erschaffst du praktisch deine Traumwelt zurzeit. Das ist ja das Programm, das Buch, das du liest. Ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, der mit diesem Programm arbeitet. Und solange du exakt mit diesem Programm, mit dieser Logik arbeitest, sage ich dir ganz genau, was du erlebst und wie du auf jede einzelne Situation reagierst. Keine Überraschung für mich. Aber jetzt kommt der Spaß für mich. Ich habe dir Geistesfunken, seitdem ich aufgetreten bin in dir, habe ich dich darauf hingewiesen, dass du was anderes bist wie dieses Programm und dass du prinzipiell die Freiheit hast, auf Situationen anders zu reagieren, wie dir das deine Logik vorschreibt. Ist doch auch schon wieder ein Trugschluss. Nein, das ist kein Trugschluss. Und ich, für mich jetzt, lass mir das offen, dass ich nicht weiß, wenn du deine Freiheit nutzt. Da muss ich, das ist das Einzige, wo du mich überraschen kannst. Aber das ist doch komisch, weil schau mal, das ist ja so auf dem Film drauf mit dem Holo-Feeling. Und erst seit diesem Zeitpunkt, wo das Holo-Feeling aufgetaucht ist, komme ich überhaupt mit meinem Programm auf die Idee, da eine gewisse Freiheit zu nutzen. Richtig. Aber selbst das müsste dann vorherbestimmt. Vorher hattest du ja sowieso den Eindruck gehabt, dass du frei bist. Genau. Dein Programm ist es so, dass ich immer, pass auf, ich zitiere mal ganz alte Solo-Feeling aus Almena. In dem Moment, wo du Geistesgefühl hast, du bist die Daniela, du wirst wach als Daniela. Das ist ja so, denkst du ja normal nicht, sondern du bist ja ich, du bist als ich bist du die Daniela und ich werde wach. In dem Moment, wo dieses Ich wach wird, weißt du nicht einmal, ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Das ist ja immer jetzt. Du kannst dir das nicht raussuchen. Du kannst ja nicht raussuchen, wenn du Hunger kriegst. Du kriegst plötzlich einen Hunger, das taucht in dir auf. Es gibt Phasen, wo dir jemand ein Stück Süßes oder Schokolade anbietet, wo es dich gleich schüttelt, wenn du bloß daran denkst, dass du was Süßes im Mund nehmen musst. Und dann gibt es wieder Phasen, wo du einen Heißhunger für ein Stück Süßes hast. Oder du gehst mit Freundinnen oder was essen. Mein altes Beispiel, du kriegst die Speisekarte, wenn du dich genau dabei beobachtest, wenn du einen normalen Menschen fragst, ob er sich raussucht, was er sich zum Essen bestellt, wird jeder Normale in einer dummdreisten Arroganz behaupten, selbstverständlich, wer soll es denn sonst raussuchen? Stimmt oder stimmt? Aber wie sieht es aus, wenn du dich als Geist beobachtest? Du kriegst die Geist-Speisekarte, du schlägst die Speisekarte auf, da sind erst einmal nur Worte drauf. Unser altes Spiel, du schaust die Worte an und dein Programm wird bei jedem Wort, bei jedem Gericht praktisch, wo du anschaust, wirst du sofort ganz fuzzi, also unscharfe Vorstellung kriegen, Spaghetti, Schnitzel, bla 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 bla. Du rastest das ab und jetzt kommt die sechste Ebene, du wirst bei jedem dieser Gerichte, das jetzt aufgrund des angeschauten Wortes in dir auftaucht, ganz fein, stofflich, wirst du zusätzlich ein Gefühl von Zuneigung und Ablehnung kriegen. Manchmal hängst du so zwischen zwei Sachen hin und her und kannst dich nicht recht entscheiden, aber dessen ungeachtet wirst du am Ende das bestellen, wo in dir die meiste Zuneigung aufgetaucht ist. Genau, das ist doch voll Programm. Es kann sein, dass du mit Freundinnen, wieder hier und jetzt, aber für dich logischerweise zu einem anderen Zeitpunkt, im selben Lokal bist, dieselbe Speisekarte kriegst und bei einem ganz anderen Gericht Zuneigung hast. Du musst dich permanent überraschen lassen. Diesbezüglich bestimmst du absolut überhaupt nichts. Ja. Das heißt,
Jetzt genau zuhören, Kleine. Die einzige Freiheit, die ich dir als allererstes gegeben habe. Du hast die Freiheit, in einer gewissenhaften Selbstanalyse, Selbstbeobachtung deines Glaubens und deines Programms erkennen zu können, dass du überhaupt keine Freiheit hast als Daniel. Und selbst das muss ich, gnädiger Gott, dir denken lassen, dass dir das bewusst wird, weil sonst wird es auch nicht doch. Siehst du? Stimmt oder stimmt? Ja. Aber all das ist, wir sind in der blauen Welt der Gedanken, die du analysieren sollst. Aber dann ist doch alles irgendwie woher bestimmt, weil... Selbstverständlich, weißt du wieso? Das ist schon die einfache Lösung, habe ich dich mal erklärt, du musst nur zuhören. Es beginnt alles mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Einheit, eine absolute Einheit, die nicht denkbar ist. Und dieser Heilige Geist, das wäre jetzt praktisch ich, wenn ich nicht träume. Okay, dieser Heilige Geist, er kann erst dann was erleben, indem er zum Träumen anfängt. Das heißt, er zerdenkt sich. Das ist das Individualbewusstsein. DI, die Öffnung deines Intellekts, erzeugt eine Vision. Das sind die Divisionen. Das heißt, du zerteilst dich, du zerdenkst dich. ZR, die Geburt deiner Rationalität. R, Ratio heißt ja Berechnung, die Geburt deiner Berechnung. Das sind die Geburt deiner logischen Berechnungen in dir, die lassen dich auseinanderbrechen. Natürlich nur illusionärisch ist eine reine Illusion, weil die heilige Einheit, den Heiligen Geist kann man nicht zerstören. Du kannst zum Beispiel, wenn ich jetzt das sage, das Wetter. Wetter ist eine Kollektion, ist eine heilige Kollektion, die du nicht denken kannst, weil sie heilig ist. Sobald du von dem Wetter was zu sehen bekommst, haben wir tausendfach wiederholt, zum Beispiel Sonnenschein, ist das eine Facette, eine Perspektive aus diesem Ordner Wetter. Wenn du jetzt nur Sonnenschein siehst, wird deswegen aber das Wetter ja als Ganzes nicht zerstört, es wird ja nichts rausgenommen. Genauso wenig, wie wenn du dir ein YouTube-Video anschaust, die Bilder, die in deinem Bildschirm in Erscheinung treten, diese Berechnungen zerstören ja die YouTube-Datei nicht. Also die Datei selber bleibt ja dabei vollkommen unangetastet. Oder wenn du jetzt materialistisches Beispiel, ein Buch lesen musst, auch wenn du hier Worte, Wort für Wort nacheinander, Facette für Facette in dir zu einer Vorstellung machst, verändert es an dem Buch auf der höheren Ebene überhaupt nichts. Es bleibt vollkommen heil, unangetastet. Und jetzt musst du wissen, dass das Buch Daniela eine Facette wiederum ist aus einem Bücherregal. Und jetzt ist natürlich deine Logik, sagt ja, wenn ich das Buch lese, muss ich ja das aus dem Bücherregal rausnehmen und dann aufschlagen, dass ich das lese. Du nimmst aus dem Bücherregal das Buch in Wirklichkeit gar nicht raus, das ist was Ausgedachtes. Du nimmst ja auch das Wort nicht aus dem Buch raus, wenn du dir aufgrund eines Wortes eine Vorstellung machst und dir die ausdenkst. Also da muss dein Geist schon, wenn flexibel werden, das ist eben das Chat-Denken, dass du die Symbolik verstehst, solange du das... Das kann man, vieles kann man mit raumzeitigen Beispielen nicht mehr darstellen. Aber es kann durchaus verstanden werden, was ich dir gerade zum Beispiel gesagt habe. Dass ich ein Bücherregal, musst du dir vorstellen, wie eine Datei oder wie ein Buch. Was in dem Buch die Worte sind, sind in dem Bücherregal die Bücher. Und wenn du das Buch jetzt liest und ein Wort anschaust und eine Vorstellung kriegst aufgrund des Wortes, wird er das Wort deswegen aus dem Buch nicht rausgenommen. Und das Daniela hat mich nicht verlassen, das Ich Bin ist ein Bücherregal. Du hast bloß zur Zeit, weil du nur mit dieser Facette arbeitest, bist du da rein konzentriert. Das habe ich auch schon mal in einem Selbstgespräch genau erklärt mit Rede. Ja, so ganz verstehe ich nicht, an was das aber gebunden ist. An mich? Also, es kommen halt so Gedanken auf, wie jetzt, wenn ich jetzt einen anderen Intellekt hätte, jetzt kann man ja sagen, der Udo. Wenn du einen anderen Intellekt hättest, dann würde ich die Frage gar nicht stellen, weil dann wärst du, je nachdem, ob das ein größerer oder ein kleinerer Intellekt ist, hättest du eine ganz komplett andere Welt. Das ist die Frage, warum ich halt genau diese Welt... Stell dir mal vor, wenn du jetzt ein Intellekt deiner Mutter wärst, würdest du glauben, du bist deine Mutter. Ja. Jetzt raumzeitig aus, um Himmels Willen, musst du jetzt sagen. Du musst jetzt sagen, um Himmels Willen. Meine Mama... Dann würdest du die Einstellung haben, die Wünsche haben, die Probleme haben. Du Geist würdest jetzt praktisch sie sein. Udo Feeling bist du alles. Das ist ja beim jetzt Feeling. Jetzt wollen wir jetzt mal so drüber reden. War ich denn jetzt dann auch schon meine Mutter? War, ist verkehrt, du bist es. Das ist immer wieder, was definierst du? Mutter ist das dann mal M. M, das steht fürs Grundprogramm.
Das immer wieder die Mutter symbolisiert, erst einmal die Frau ist die Welt, der Mann ist der Geist. Der Mann ist die Energie, die Frau ist es Ausgedachte. Darum schreibt sich das ja an. Die Mutter. Okay? Jetzt, wenn du eine kleine Frau magst, die kleine Frau ist ja die Tochter, das ist Bad BD. Machen wir einen Gematrie-Explorer. Bin schon. Bist du? Also, geh mal AM. Gib mal AM ein. Also 1 und... 1,40. 40. Das ist jetzt interessant, pass auf. Das heißt, das erste Mal am ist Mutter. Schraubenmutter ist jetzt modernere Übersetzung. Das ist schlichtweg, heißt das erste Mal Mutter im Wörterbuch. Aber was jetzt der Fall ist, einfach zuhören, dieses AM, diese kleine Radix, kommt in der Dora sehr, sehr oft vor, wird meistens nicht als Mutter übersetzt, sondern wird also hier unten, falls, nachdem, ob, so, wann, denn. Im Langenscheid steht zum Beispiel auch unter der Bedingung, dass, wenn du im Langenscheid nachschaust, unter AM, falls, wenn, das, wenn, falls, unter der Bedingung, dass, so wird es meistens übersetzt. Jetzt pass auf, wäre, AM ist das einmal rot geschrieben, der Schöpfer ist A, minus eine erschaffene Gestaltwerdung, AM blau geschrieben, ist die Mutter. Eine Mutter. Jetzt habe ich das Mutter nochmal. Mutter ist eine tote Erscheinung, eine tote Gestalt. Lateinisch tote, so viele Erscheinungen, Gestalten. Die Mutter symbolisiert die schöpferische Logik der Matrix. Siehe griechisch Mäder, Mädis, Mädra. Das ist übrigens die griechischen Wörter für Mutter, für Wissen und für Matrix. Und deren logischen Ausgebot. Quere, nur, wenn, falls, unter der Bedingung, dass. Das heißt, am mir etwas logisch erscheint, betrachte ich es als AMT, das heißt als Wahrheit. Am mit einem Taf finden heißt Wahrheit. Okay? Jetzt ist es, jetzt löscht es einmal und jetzt gib mal, jetzt schauen wir die kleinere Form, der Mutter ist ja die Tochter, da musst du 2400 eingeben. Was ist das denn alles hier? Bat, das ist es. Hebräische Wort für Mädchen oder Tochter ist auch ein Flüssigkeitsmaß zwischen 22 und 45 Liter. Okay, BD ist eine polare, eine plus minus eine polare Erscheinung. Mhm. Das ist die Tochter. Und jetzt machen wir mal den Sohn, das ist Ben. Irgendwie. Ja. BN 2, 50. Das ist eine polare Existenz. Der Sohn. Und der ist Seger wie Nikaba. Habe ich jetzt Seger wie Nikaba, ist, heißt männlich und weiblich. Das heißt, das ist Licht und Masse. Das ist das C Quadrat mal M. Du bist der Geist und du bist das, was träumt. Ich könnte sagen, du bist immer, das ist das Licht und die Schatten sind die Gestaltwertungen. Das ist die polare Existenz. Das ist was anderes wie eine polare Erscheinung. Eine polare Erscheinung ist jetzt wieder der Unterschied zwischen Hell und Dunkel, zwischen Sonnenschein und Regen. Das ist die polare Erscheinung. Ach, Kleines, das muss man doch nicht alles nicht wissen. Ja, das löst sich alles so auf, weil ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn ich das löst sich alles auf, weil es heilig wird. Ja, verstehst du? Das Problem der Daniela ist, dass du einseitige Ziele anstrebst und du verwechselst Gesundheit und Glücklichsein mit Heiligkeit. Ja, unter Heiligkeit kann ich mir halt nichts vorstellen. Und unter ja, weil du dir nichts vorstellen kannst, darum sind ja die Unterschiede da. Du kannst da unter Wetter nichts vorstellen. Wetter, sobald du dir unter Wetter was vorstellst, ist es nur mal Wetter. Ja. Und was denkst du bei Wetter? An Sonnenschein, an Regen, an Schnee, an Graubel, an was? Dass ich halt eher mal Bock hab gerade so. Richtig. Das ist jetzt eine ganz tolle Entscheidung. Das ist wie mit dem Essen. Was isst du gerne? Ja, wo ich gerade Bock drauf hab. Ja, aber ich hab doch keinen Bock, mich zu du foltern oder drauf, unglücklich zu sein. Oder unzufrieden zu sein. Du hast Bock drauf, Party zu machen und dann hast du einen Bock drauf, Decke über den Kopf dich im Bett zu verkriechen. Ja, aber mal so, Bock mal so. Wir Franzosen sagen dazu, komm sie, komm so. Komm sie, komm so. Mal so, mal so. Und das lässt dich Lebendigkeit spüren. Und du kannst beide Seiten genießen.
Jetzt ist nochmal meine Frage, weil wir jetzt das hier machen mit dem Gematrie-Explorer. Wie kam da jetzt von meiner Mutter auf diese Geschichte drauf? Und wenn wir jetzt die Tochter eingeben, damit assoziiere ich mich ja jetzt in dem Fall am meisten. Du darfst den Fehler nicht assoziieren, sondern du musst über den Dingen stehen und musst wissen, dass es ganz, das, es ist nur Sinn, wenn man das Prinzip einmal verstanden ist, ist so einfach, wenn du das Wort Adam verstanden hast, dass der Adam ist ein Gotteskind. Und der ist männlich und weiblich. Was hier als männlich und weiblich übersetzt wird, das Sege Venekava, steht im Original. Das heißt eigentlich wirklich übersetzt Denker, und ein unterirdischer Gang, ein Schacht, eine Höhle, ein Loch, das sind die deutschen Worte, das ist dein Traum, das sind deine Wellentäler. Das ist weiblich, das hebräische Wort weiblich heißt eigentlich, das Nekaba, Nekeb heißt Loch. Interessant, dass das deutsche Wort Loch wieder hebraisiert, El Wafchet heißt wieder Lebensfrische. Auch Tafel, dein Bildschirm, in deinem Cyberspace-Traum. Du musst mit vielen Informationen, wenn das einmal verstanden ist, dann ist es total easy. Aber das sind viele Einzelelemente, die mit deiner jetzigen Logik nicht zusammenpassen. Also musst du die, wenn du das willst, überhaupt abrastern, aber so kompliziert musst du gar nicht denken. Das heißt, als Mensch bist du Denker und Ausgedachter. Aber jetzt muss ja einer da sein, der sich den Denker ausdenkt. Ich sage immer wieder, wer ist mächtiger, der Denker oder die Gedanken, die der Denker denkt? Wer ist jetzt mächtiger? Die Daniela als Denker oder deine Gedanken, die du dir denkst, sind deine Gedanken nicht immer nur, wenn du sie denkst, und sind die nicht genauso, wie du sie dir denkst? Ich gehe mal davon aus, dass du geistig jetzt einen gescheiten Udo ausdenkst, der so viel weiß, aber jetzt musst du im selben Moment das Gegenteil setzen, nämlich irgendeinen Dummkopf, und du sagst, das bin ich. Nein, du bist der, der sich jetzt diese Polarität, diese Welle ausdenkt. Den gescheiten Udo, die dumme Daniela. Auch die gehören untrennbar zusammen. Die Gescheitheit und die Dummheit, das eine gibt es nicht ohne das andere. Heiligkeit ist was ganz was anderes. Du könntest dir das ja andersrum denken. Du Ja, könntest dir eben. denken, selbstverständlich, ich sage dir die ganze Zeit, dass du ich bist. Nee, das Ich funktioniert aber erkläre dir die nicht. ganze Zeit, dass du ich bist. Ich ist nicht dieser Udo, den du dir ausdenkst. Das ist genauso ein Gedanken, das ist eine Gedankenwelle. Wo du jetzt eine Welle aufschmeißt, und da ist jetzt eine Seite, nenne ich jetzt einmal gescheit, und die andere ist dumm. Wobei gescheit hast du ja nur geschieden. Du scheidest praktisch hier den Geist von dumm und D-U-M-M. Können wir mal gehen, Gematrie Explorer. Gib mal ein. D, also Dalet 4, U, Waff, MM. Was vier, was noch? 4, 6, 4, 4, 6, 40, 40. Das Vier, ist vier, D-U-M-M. sechs, 40, 40. Nee. Das ist D-U-M-M. Ich glaube, jetzt habe ich mich vertippt. Das steht jetzt 4, 4, 6, 40, 40. War das falsch? 4, 6, 4, 6, 40, 40 sollst du eingeben. Hast du es jetzt? 4, 6, 40, 40. So. So. Und jetzt müsst ihr da stehen, Destillierapparat, Fotografie, Blau, Medaille, Mineralien, Schweigen, Stille. Jetzt kommen Verben, Adjektive, anorganisch, geistlos, unbeweglich, inaktiv, lautlos, leblos, leise, ruhig, schweigsam, still. Materie redet ja nicht. Zum Beispiel ein Lautsprecher ist dumm. Der gibt zwar Geräusche von sich, aber er selber redet ja nicht. Der ist ja nur ein Ding, das benutzt wird. Okay? Darum ist das, all die ganzen Sachen, bewegt, unbewegt. Und jetzt kommt D-U-M-M. Im Langenscheid steht leblos, geistlos. Im Langenscheid. Das ist leblose, geistlose Materie. Dumme Gehirnmasse ist kein Geist. Dein Gehirn kann genauso wenig denken, wie ein Computerchip denken kann, weil der was Ausgedachtes ist. Das gilt für alle von dir ausgedachten Dinge. Bloß braucht man die In ja dem auch. Moment, ich habe das in dem Selbstgespräch mit dem Redo, wenn du aufpasst, in dem Moment, wo du einen Computer, jetzt denk einmal deinen Computer bewusst aus, wenn der jetzt spinnt, das heißt, in dir macht der Computer was, wo du nicht damit einverstanden bist. Aus welchem Grund auch immer, du magst dich darüber ärgern, was du niemals machen wirst.
Du wirst nicht eine Sekunde auf die Idee kommen, in dieser Kiste erklären zu wollen, dass sie was verkehrt macht. Wieso magst du das nicht? Weil du weißt, dass dein Computer dich nicht versteht, weil der bloß ein Haufen Materie ist. Geistlos, dumm. Ja, aber wie sieht es aus, wenn er Trockennasen auf dir gegenüber sitzt? Gerade, ist der im Prinzip nicht dasselbe? Naja. Wie oft habe ich schon gesagt, der Computer, nicht naja. Der Computer ist ein Gehäuse mit einem Computerchip, mit einem gewissen Programm und einem Bildschirm, wo das Programm sichtbar wird. Der Trockennasenaffe ist ein Gehäuse, ist der Körper mit einem Gehirn, mit einem gewissen Intellekt und ein Bewusstsein, wie du das nennst, das ist der Bildschirm, wo der Intellekt sichtbar wird. Natürlich, der Intellekt wird immer wieder nur, ist deine Interpretation, es ist kein Unterschied. In deinem Traum, was unterscheidet einen geträumten Computer von einem geträumten Menschen? Ja, aber meinst du, dass der Mensch in deinem Traum mehr Geist hat wie der Computer? Es wird so sein, wie du in dir denkst. Letztendlich ist aber der eigentliche Geist in dem Traum du selbst. Weißt du, wie oft ich schon gesagt habe, dass ich nicht so blöd bin, dass ich das, was ich jetzt erkläre, erkläre ich nicht der Daniela, die du dir im Moment ausdenkst. Es ist eine vergängliche Erscheinung in deinem Traum. Ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt die Daniela ausdenkt. Und das ist der Einzige, der mich interessiert. Das ist aber verrückt, weil man kann sich das so ausdenken, dass da jetzt, egal welcher Leser davor sitzt, der sich das anhört, sich dann immer denkt, das bin ich. Richtig, es gibt doch bloß den einen. Ja, aber das könnte es ja, gibt prinzipiell nur den ist ja die Möglichkeit, dass ja da andere Geister sind, die sich das anhören Nein, können. es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und Sie solange beweisen du das wird man's. glaubst, hast du dich selber. Es gibt in einem Traum bloß einen einzigen Geist. Das ist der Geist der Träume. Und den will ich wach machen. Und das bist du. Ja, das bin ich. Weil ich du wirst ja nicht glauben, dass der Redo irgendwas verstanden hätte, wenn du dir kein Redo nicht ausdenkst, der was verstanden. Oder irgendein anderer, oder Inge, oder egal, was du dir jetzt denkst, oder Udo. Ja, bist du wirklich so blöd, immer noch so blöd, dass du glaubst, dass der Gedanke von dir irgendwie anders sein könnte, wie du in dir denkst? Ja. Verdammt nochmal, fass doch einmal eins und eins zusammen. Wie oft habe ich schon gesagt? Ja. Wie oft habe ich ganz definitiv gesagt, hast du das Bedürfnis, einen Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst? Oder hast du das Bedürfnis, einen Gedanken von dir zu erklären, dass er genauso sein muss, wie du ihn dir jetzt denkst, der gar keinen Einfluss drauf hat? Bloß wenn du Geist bist, fängst du das an zu verstehen, das macht dich bloß alleine. Weil jeder Mensch, den du dir ausdenkst, jeder, auch der du zu sein glaubst, ist nur ein Gedanke in dir. Das ist richtig. Bloß kann ich mir im Menschen denken, wo ich mir denke, die lesen das und denen geht es dann genauso wie mir. Das verändert die dann vom Denken. Das sind genau die, das lesen und denen geht es genauso, wie du denkst, dass die sich denken. Genau. Und wenn du jetzt an einen Einstein denkst, dann ist der Einstein jetzt da. Und wenn du dir denkst, es war ein großer Physiker, ist er ein großer Physiker. Und wenn du dir denkst, es war ein Sexualverbrecher, dann ist das Einstein ein Sexualverbrecher oder ein Massenmörder. Der Einstein, den du dir denkst, der wird genauso sein, wie du in dir denkst. Und der ist nur dann, wenn du ihn denkst, der ist hier und jetzt in dir eine Information, die du anschaust, die du dir selber ausdenkst. Und was du dir ausdenkst, hängt von deinem Intellekt ab. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Das stimmt schon. Es stimmt auf den Punkt, weil Homeschooling ist das Einzige, was mit Fakten arbeitet. Darüber diskutiere ich mit keinem von dir ausgedachten Trockennasen. Du weißt doch jetzt, was ich meine. Ich tue gar nicht mehr. Ich weiß es, weißt du, was ich meine? Glaub schon. Ja. Wo ist dann dein Problem? Ja, weil ich jetzt. Du hast ja schon alles verstanden. Du ich könnt, nicht. Das Problem ist, dass du eigentlich. Aber ich halt nicht überprüfen kann, dass ich. Das Einzige ist bloß, dass das Daniela, du hörst noch so sehr auf das Daniela-Programm, das dir permanent versucht, hier ihre Eigenständigkeit am Leben erhalten zu wollen. Um Eigenständigkeit am Leben erhalten zu wollen, brauchst du nicht dann wieder andere als Kontrast dazu, was alles ein Blödsinn ist. Es bleiben Figuren in deinem Traum und du selber bist nichts, weil du ich bist. Dadurch bist du zwangsläufig alles, das ist Holofeeling. Und du versuchst immer noch eine Bestätigung von anderen zu kriegen, als Daniela. Wieso Bestätigung? Dass du es auch glauben kannst.
Du willst immer noch Menschen retten. Im Ja. Wirklich, du willst ja nicht einmal missionieren. Dein größeres Problem ist, du willst eigentlich, dass da, wenn da eigentlich mehr wären, die das bestätigen, würdest du dich sicherer fühlen, das zu glauben. Ja, aber man, ja, was ist sicher dafür? Man will halt nicht so allein sein. Ja, was müsste denn ich sagen? Wieso meinst du, dass ich jetzt dich hier als Geistesfunken erschaffe, dass du jetzt die zwei ausdenkst? Ja, aber ich stelle mir das ja schon vor, dass der Udo auch sich halt andere ausdenkt. Also der Geist, der den Udo bedient, denkt sich ja eben auch andere aus. Der hat keinen Einfluss darauf, der muss genauso sein, wie du in dir denkst. So wenig, wie du einen Einfluss darauf hast zur Zeit, was du denkst. Soll man Du sich musst das immer an. wieder darauf hinhalten, ein Pinsel malt ein Bild, kann der Pinsel sich raussuchen, So. was er malt. Du sagst Ein ja, das ist eine träumender Geist malt, Gehirnwäsche. kann der träumende Geist sich raussuchen, was er träumt. Also Du musst Holofeeling. über diese ganzen ausgedachten Sachen, inklusive den ausgedachten symbolischen träumenden Geist, erheben und erst dann fängst du zu verstehen. Ein von dir ausgedachter träumender Geist ist kein träumender Geist, das ist eine Information in deinem Traum. Das ist ja richtig. Bloß stelle ich mir Ja, das halt pues. vor, weil, schau mal, das ist ja Holofeeling, lese ich da so und manchmal mache ich Gespräche mit dir und das ist ja eine Gehirnwäsche. Darüber sind wir uns ja mal einig. Ne? Das ist eine Gehirnwäsche, dein Gehirn wird gewaschen, Genau. aber nicht der Gehirnwäsche, so wie du das von Sekten kennst, die dich in eine einseitige in die Ideologie mit Feindbildern reinzwängen Ja. wollen. Das ist Udo Feeling. Es hat überhaupt nichts mit der Welt zu tun. Es geht ums Verlassen der Welt, ohne dass du in irgendeiner Form an der Daniela-Programm was verändern müsstest. Ja, aber trotzdem Ich bleibt es sage eine immer wieder, das ist Gehirnreinigung. überhaupt kein Thema, nicht? Da mische ich mich überhaupt nicht ein. Im Gegenteil, würdest du an dem Daniela-Programm was verändern wollen, bleibst du ein blindes Arschloch. Weil ich sage, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, dann bist du ein blindes Arschloch. Das hat mit Liebe nichts zu tun, egal was du bekämpfst. Das wird dir hoffentlich so richtig bewusst, wenn du jetzt das letzte Selbstgespräch mit dem Redo, wo ich hier diese Friedensdemonstration von Trevor Mann, jetzt das ausgedachte Video, das ist ja ganzer Lieber, wenn du dich einklingst, ganz am Anfang, was ich sage, wenn du dich erhebst über die ganzen Gedanken und du denkst jetzt ein Tisch voller Leute und die Tasse in der Mitte im Tisch. Das ist die typische Diskussionsrunde. Und der eine behauptet, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Egal, was du als Daniela jetzt mit dieser Charakterwerdung der Daniela in dir auftauchen siehst, an Diskussionen, an Parteilichkeit, du musst dir bewusst machen, wo das Programm Daniela noch Beifall klatscht, wo es sich dazu zählt, wo das Daniela das Gefühl hat, das ist richtig. Und zwangsläufig ist ein Gegenteil da, wo du sagst, das sind Arschlöcher, die haben nichts verstanden. Ja, Und solange aber. dieses Gefühl, du musst dir dessen bewusst werden, dass es so ist, wenn du dich darüber erhoben hast, wirst du in keinster Weise mehr das Gefühl haben, egal was in dir auftaucht, dass das nicht stimmt oder dass der nicht recht hat. Darf ich dazu noch was sagen? Selbstverständlich. Das ist die Heiligkeit. Jetzt geht's um die Daniela, die aber ein Charakterprogramm ist, ein etwas Ausgedachtes ist. Das So, und ist genauso in die hat Vorlieben Perspektive. und Abneigungen. Mit Richtig, Holofeeling ganz normal, ist ja kommt jetzt vollkommen da in aber so Ordnung, eine muss ja nicht verändern. Verwirrung hinein, wo sie dann immer an das Tassenbeispiel denken muss und dann selber denkt, eigentlich darf ich ja gar keine, also keinen Nein, das Standpunkt stimmt mehr doch haben. überhaupt nicht. Selbstverständlich soll ich kann doch als Udo jetzt zum Beispiel, als Udo kann ich ganz definitiv, was ich das öfter machen, wir reden jetzt zum Beispiel über Essen, was mir schmeckt, was mir nicht schmeckt. Was natürlich, was wir gerade schon bei der Speisekarte haben, immer auch einmal zeitabhängig ist. Wenn ich als Udo rede in Bezug auf der unteren Ebene, ist es eine ganz, ganz subjektive Meinung, die überhaupt keinen Anspruch hat auf Allgemeingültigkeit. Das gilt auch für all das, du sollst ja den Charakter Daniela leben, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Ja, aber das ist doch dann Das hast du auch einseitig. nicht zu verändern, darum geht's. Mir geht's darum, dass du der Geist wird, der darüber schmunzelt, weil du erkennst, solange du als Daniela mit diesem Programm deine Einseitigkeiten lebst und sagst, so bin ich ganz einfach. Das ist jetzt meine Meinung. Das Erste, was du als Beobachter erkennen wirst, dass die Daniela 99,99% ihrer Meinung überhaupt ihre Meinung gar mit ihrer Meinung nichts zu tun hat, weil die hat keine eigene Das Meinung. Das siehst ist du. Dann heißt es für dich, ich habe keine eigene Meinung. ja, das ist doch so. Aber der Charakter muss Das doch ist doch gelebt. so. All das, was dir gefällt, was du schön empfindest, ist das, was zurzeit modern ist. Genau, das ist Mode. einseitig. Aber ich soll es nicht Ja, aber das ist ja verändern. nicht, das hat doch nichts mit zu tun mit richtig und verkehrt. Das ist doch schön, da freu dich doch dran.
Ein bisschen mit Ich Olivenöl versuche könnte dir man. das doch nicht auszureden, verdammt nochmal. Ja, aber du sagst, man soll das beobachten Das und ist sich die dann. untere Ebene. Die untere Ebene, die lässt du ganz normal laufen wie den Film im Kino. Das verändert Du sich ja. sollst aufhören zu werden, nicht die Daniela. Ich unterhalte mich doch jetzt nicht mit dem Programm Daniela, sondern mit dem Geist, der das Ach Programm dann so. durchschauen Also hat. der Geist soll nicht mehr werden, die Daniela soll aber Du weiter. bist erst dann Geist, wenn du nochmal werdest. Erst dann bist du ein heiliger Geist. Die Daniela ist ein Programm, die ist so, wie sie programmiert ist. Das ist doch okay, Kann man das war. beides jetzt gleichzeitig sein? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Sagt er da. Du bist alles gleichzeitig, wenn du heiliger Geist bist. Das, die Vielheit und die gedachten Dinge entstehen doch erst, wenn du Facetten von dir anschaust. Kann das Wetter gleichzeitig Sonnenschein und Regen sein? Was ist das für eine blöde Frage? Kann die Tasse auf dem Tisch gleichzeitig den Henkel links haben und den Henkel rechts haben? Das Problem ist ja, dass sich die Daniela halt Nee, die Tasse verändert. hat den Henkel weder rechts noch links, das sind Perspektiven von etwas, was du nicht siehst. Nur verändert sich ja die Daniela durch das Holo-Feeling. Selbstverständlich, weil du das Buch weiterliest. Das, die Daniela, das Buch verändert sich nicht, wenn du das Buch liest. Ach so, das Der war vorher Geist, schon der liest, geschrieben. erfährt mehr Facetten von sich. Verändert sich das Buch, wenn du ein Buch liest? Was sich verändert, ist letztendlich die Möglichkeit, sich Sachen auszudenken in dem Geist, der das Buch benutzt als Divisionssystem, um sich Sachen auszudenken. Umso mehr Bücher du gelesen hast, umso mehr Facetten siehst du, die du prinzipiell als Information annehmen kannst. Umso mehr Leben du lebst, umso mehr merkst du, welche Sachen du noch alles sein kannst und aufwerfen kannst, welche Informationen und Gedankenwelten, welche unendliche Vielgestaltigkeit du annehmen Das kannst klingt für alles so deine eigene einfach. Wirklichkeit. Schau jetzt zum Beispiel, bin ich die Daniela, weil ich ja du bin. Das ist so ironisch, wo ich gesagt habe, wenn ich du noch wäre, ich würde den ganzen Tag an mir rumstehen. Da überschneiden sich natürlich zwei Programme, die normalerweise nicht zusammengehören. Ich kenne dich besser, wie du dich selbst kennst. Solange du nur jetzt auf der Daniela, auf der Seite 30, 31 rumdurgelst. Ich weiß auch, wie du auf der Seite 60 ausschaust. Möchtest du es nicht wissen? Mit der Logik der Seite 30 musst du das jetzt nicht unbedingt haben, ne? Das in eins gedacht. Das sind eins gedacht, das ist das zeitlose Denken ist ganz anders, also zerbrech dir doch deinen Kopf nicht mit solchen Sachen. Du sollst es genießen, das Leben. Ja, das ist, als Mensch hast du den Charakter so programmiert, dass der immer irgendwie meint, da dass, Selbstverständlich dich zu kann ich das. verbessern und immer alles Das ist besser und doch ich. so. Ja. Es kommt Holo-Feeling und dann verwirrt einen alles, weil dann checkt man erst, es geht nicht Nein, um die das Verbesserung. Solo-Feeling verwirrt dich nur, das Daniela-Programm mit seiner Einseitigkeit verwirrt dich. Ja, dann Nicht hat, das Solo-Feeling. warum hast du denn so eine einseitige Scheiße Ja, weil das, ich sage immer wieder, weil das schön ist, das ist wie mit Hunger. Hunger macht insoweit Spaß, wenn es was zum Essen gibt. ist doch. Und der Schmerz ist auch hochinteressant, wenn er nachlässt. Ja, aber es ist ja alles immer jetzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel so Selbstverständlich Phasen. gleichzeitig. Das ist jetzt das Verrückte, was du eben noch nicht denken kannst. Das ist ja das, wo Holofilm dazu deutet, dass ich dich hinführe in den Zustand der Heiligkeit. So kommen wir jetzt nicht weiter. Stimmt. Was geht's denn eigentlich? Es geht ja nicht mal um das Leben der Daniela. Nein, das ist nur Geschichte. Aber mir geht's um das Leben der Daniela. Um das jetzt mal hier festzustellen, möchte ich jetzt mal sagen, Ehrlich. mir geht's um das Leben der Daniela. Dir aber nicht. Und jetzt behauptest du, ich Eine bin du. Geschichte, das ist eine Geschichte. Was ist Leben? Das Leben, was du erlebst, du erlebst, du Geist erlebst das Leben der Daniela, nicht die Daniela. Aber offensichtlich gehört es ja dazu, dass alle Gedanken, die da sind, und ohne Gedanken, wenn nichts mehr wäre, dann wäre die Leere und dann wäre alles scheiße. Dann ist alles leer, dann ist. Ja. So seltsam, ne? Ja. Gott, ist das alles verrückt.
Nicht verrückt. Das ist genial. Das ist absolut göttlich genial. Jetzt könnte ja auch der Satan sich eingeklinkt haben. So gut als der Freund von mir. Die große Enthüllung, der apokalyptische Reiter. Der Satan könnte ja mir auch einspielen, dass ich denke, der würde aussehen wie Gott oder so. Wie sieht Gott aus? Kann man Gott anschauen? Hast du immer noch nicht verstanden? Das ist immer wieder die Frage, existiert Gott? Gott existiert nicht. Das sage ich dir gleich, weil das kein Tier ist. Ist das dann eine Hilfestellung, wenn jetzt der Daniela gewisse Sachen eingespielt werden? Alles, jeder Moment, jeder einzelne Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt für dich. Maßgeschneidert, um dich zu entschlüsseln. Apokalypse ist die Enthüllung. Oh. Na gut. Werde noch verrückt. Ich will noch eine Runde, Daniela. Dann Zerbrech wünsche ich mir ich. jetzt auf den Kopf, wenn es dir zu viel wird, schmeiß es doch einfach hin und lebe dein normales Leben weiter. Ist doch auch eine Möglichkeit. Ja, ein Himmelreich. Ist doch schon da, ist doch alles schon passiert. Muss halt das Buch bei dir lesen. Das heißt, das Leben der Daniela durchleben. Alles abgefahren. Das ist abgespaced. Ich nenne das immer gern abgespaced. Also gibt es dich jetzt gar nicht. Doch, ich bin doch jetzt da. Aber wo bin ich jetzt? Weißenburg. Da, wo du mich hindenkst. Wo ist Weißenburg jetzt? Bayern. Franken. Mittelfranken. Alles ausgedacht. Wenn du einmal gecheckt hast, dass alles, was du wahrnimmst, sich hier und jetzt in dir selber befindet, um dich herum, das ist die Hülle. Dein Körper ist deine Information. Dein Leben ist die ständige Veränderung dieser Information. Was an dir selber dann nichts verändert, du bleibst immer derselbe Geist, die 200 Gramm rote Gnede. Im Meer. Immer dasselbe Meer. Ständig Okay. veränderte Gedankenwelt. Die kommen aus dir und fahren wieder in dich rein. Augenblick für Augenblick. So einfach funktioniert es. Und du darfst das erleben. Ich erlebe es ja nicht. Ich bin ja bloß ein Gedanke von dir. Ich denke mir immer, du bist halt die Person Udo, der nichts dafür kann, dass er eigentlich überhaupt kein Ego mehr Ich hat. kann nichts dafür, dass du mich jetzt so denkst. Und wenn du mich anders denkst, bin ich anders. Als Udo jetzt gesprochen. Weil ich ja so sein muss, wie du mich denkst. Ja, das Jetzt bin gibt es aber auch aber nicht dann nochmal ich. was anderes, dass ich immer wieder sage, wenn ich jetzt hier mit dem Geist rede und ich sage, ich meine ich nicht den Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist ja nur der dreckige Lautsprecher jetzt. Weil ich unter dich gehen muss, du kannst immer nur von oben nach unten sehen. Also kann ich nur mit dir kommunizieren, wenn ich als Figur in deinem Raum in Erscheinung trete. Das ist so einfache Sätze. Das sind solche Sätze, wo ich hier jetzt, um das Inge-Beispiel nochmal zu nehmen, auch nur eine ausgedachte Figur, dass ich sage, das ist seltsam, dass ich 15 Jahre gebraucht habe, und die war ja 2000 schon deutlich älter wie du. Also die war ja 2000 schon so alt, wo du jetzt Angst davor hast, alt zu werden. Du warst ja 2000 schon. Ist auch egal. Das ist nicht egal. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Weil ich immer wieder dazu sage, dass du eine gewisse Reife brauchst als Geist. Du musst einen gewissen Teil deines Lebens durchlebt haben, sonst ist es eine Spielerei. Das heißt, alles, was du jetzt mit Holofeeling machst, ist zwar neugierig, aber jetzt verwirrt dich unheimlich. Das sind viele, viele Stellen, weil du mindestens, ich sag, Seite 40 bis Seite 50 erreicht haben musst, dass du von der Welt relativ die Schnauze voll hast. Und für dich ist die Welt noch so viel zu erforschen. Da gibt es auch noch so viel zu erleben, Menschenskind. Kann ich nach Neuseeland?
Hier und jetzt. Ich Alles nur in deinem Kopf. Kannst du zum Beispiel? Kannst du alles aktivieren? Russland, Afrika, Amerika. Es ist nicht, dass es prinzipiell unmöglich wäre, das in dir in Erscheinung reden zu lassen, aber es bleibt hier. Es ist immer Bild für Bild hier und jetzt. Es bringt dich nicht weiter in einer geistigen Entwicklung. Und so auf dem wird das so sein. Das ist natürlich immer wieder mein Beispiel, wo ich sage, dass hier GDR-technisch das alles im Hintergrund als Seinsmöglichkeit da ist. Ob du das als mit deinem jetzigen Intellekt ansteuerst, was du alles aufwerfen könntest, das hängt davon ab. Du sagst, das bringt mich nicht weiter in meiner geistigen Entwicklung. Das klingt schon wieder so abwertend. Da hat man schon gar keine Lust mehr, nach Neuseeland zu gehen. Es klingt nicht abwertend. Es ist deine Interpretation. Ja, also entschuldige mal, man will ja jetzt sich geistig entwickeln. Das hast du doch so programmiert, dass man das mit will. Ja, das ist immer wieder, ich sage immer, das rein, das Neuseeland als Ding an sich oder das Amerika bringt dich nicht weiter in deine Entwicklung oder du wirst Erfahrungen machen. Ich sage immer, du machst entweder was richtig oder du lernst was Neues kennen. Dann bringt einen das doch alles weiter. Jetzt ist natürlich mit dem neuen Kennenlernen, wirst du feststellen, dass das neue Kennenlernen nichts mit Neuseeland zu tun hat, weil da eigentlich nichts neu ist. Da werden Häuser sein, da werden Autos sein, die Leute werden Englisch reden. Wieso neue das See? Das klingt, ist doch schon ein Wort. Es gibt kein Wort, wo du positiv sehen kannst und kein Wort, wo du nicht negativ sehen kannst. Das demotiviert so ein bisschen. Also, weil das macht das Programm nicht. Ich habe dich demotiviert, sondern mein Programm, meine Interpretation hat dich demotiviert. Und du kannst es auch gleich lassen. Das ist genau das, was ich dir sage. Du sollst dieses Wertesystem Daniela beobachten. Der Film, das Leben, das du erlebst als Daniela, wird sekundär werden. Der Schwerpunkt verlagert sich rein auf die Wertungen und Interpretationen der Daniela. Und du wirst immer mehr erkennen, dass die Ursache für Unwohlsein zum Beispiel nicht die Erscheinungen sind oder die Erlebnisse sind, die du erleben darfst, sondern dass es das Werte- und das Interpretationssystem der Daniela ist. Das hast du zu erkennen. Das lässt dich unwohl fühlen. Erzähl mir mal, wenn du mich nackt in den kalten Schnee steckst. Das ist eine ganz geile Sache, wenn du das einmal ausprobierst. Noch nie in der Sauna gewesen und danach in den Schnee raus? Das ist ja wieder was anderes. Wieso ist das was anderes? Ja, weil nach einer Sauna ist es was anderes. Ja, ich steck dich dann in den Schnee. Schellig. Das ist, weißt du, oder halt schlimmer... Schnee. Oder schlimme Kopfschmerzen oder irgendwas, was scheiße ist. Einseitige Definition, wie kommst du drauf, dass das scheiße ist? Dabei komme ich halt komischerweise drauf. Einseitig, das ist wie Griech ist auch scheiße. Arm sein ist auch scheiße. Ja. Fühl ich die Armen im Geiste. Reich sein ist vielleicht auch sogar scheiße. So ein Mittelmaß ist doch schön. Wir sind jetzt, siehst du, das ist... Oh, rede ich mir die ganze Zeit von der heiligen Mitte? Ja, mal. Und dann sagst du wieder hier Gegensätze und Erfahrungen und so. Und probier doch alles mal aus. Alles doch scheißegal. Du musst ja was mittig zu machen, brauchst du ja beide Seiten. Das ist wie auf einer Waagschale, wenn du sitzt. Weißt du, das ist immer wieder so eine Sache. Wenn du was von dir hergibst, dann sinkst du ja ein. Das ist immer, um im Gleichgewicht zu bleiben. Und du wirst irgendwann einmal erkennen, dass du das Gleichgewicht vom Heiligen Geist aus gesehen gar nicht zerstören kannst. Das ist wie der die Deppen beobachtet, die drum streiten, ob der Handy rechts oder links ist. Du wächst über diese Einseitigkeit hinaus. Aber die ist ja dann immer noch da, wenn du sie beobachtest. Aber du bist nicht mehr einer, der eine Einseitigkeit vertritt, sondern der hier immer die Vollkommenheit sieht. Du schmunzelst, wenn einer behauptet, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links und die schlagen sich die Köpfe an. Du schmunzelst, du stehst wissend darüber als Geist, weil du weißt, dass beide recht haben, aber die wissen, was es eigentlich geht. Jetzt kommen wir wieder dazu als Geist, aber als Person, die kann ja durchaus da sich dran beteiligen. Die ist doch da in dem Moment. Eine Person braucht immer einen, der sich die Person ausdenkt. Es gibt keine Person, wenn kein Geist da ist, der sich die Person ausdenkt. Der immer ist, ist der Geist, nicht der immer ausgedachte Person. Und die Person wiederum ist sofort wieder ein Aspekt
wie eine Perspektive der Tasse. An was für eine Person denkst du, wenn du an die Daniela denkst? An die jetzige, an die vor 20 Jahren, wie oft hat man das schon? Ist das so schwer zu verstehen? Finde ich überhaupt nicht. Und jetzt kommt dieses Beispiel, wo ich dir gesagt habe mit der Ehe, wo sie sagt, ich habe das vor 15 Jahren schon gehört und ich habe gemeint, ich habe es verstanden. Pustekuchen, es ist hochinteressant, dass man, was dir die Donis, die Feddings, all die, die hier seit 15 Jahren sich intensiv mit Holofeeling beschäftigen, die sagen die alle dasselbe. Es ist der absolute Irrsinn, dass die einfachsten klarsten Sätze, dass man 15 Jahre als angeblich gebildeter Mensch braucht, bis man diese einfachen Sätze wirklich für voll nimmt. Da wird dir dann bewusst, wie schwer hier diese Unwissenheit, wie blind der Materialismus macht. Das kommt meistens, die große Einsicht kommt immer am Ende des Lebens. Und alles, was jung ist, kann das eh nicht wissen. Du musst dir eins klar machen, das, was du zur Zeit zu sein glaubst, diese Daniela. Jetzt blätter mal in deinem Buch zurück, wie du 18 warst und du hast einer 31-Jährigen gedacht. Aus dieser Perspektive der 18 oder der 16-Jährigen, wie sieht dort die 31-Jährige aus? Die ist doch schon jenseits von Gut und Böse, oder? Jenseits von Gut und Wie Böse. sieht von der 31-Jährigen die 16-Jährige aus? Das dummes Ding. Was meinst du, wenn du 60 bist und du denkst an eine 30-Jährige? Garantiere dir, da kommt der 30-Jährige noch dümmer vor, wie wenn du jetzt einmal 14-Jährige bist. Ja, dumm ist ja auf der Ebene des Materialismus gesehen. Ich rede jetzt rein reife, setz dumm, lass ich gelten, doch reif oder unreif. Du kannst immer nur von Ja, oben nach unten denken, aber nicht von selbst unten nach das, oben, wenn du aber du jetzt kannst nur, das Prinzip verstehen. Und es ja. erfordert jetzt bloß eine gewisse Demut, dass du das für dich selber akzeptierst, dass du eigentlich bloß immer noch der höheren Weisheit entgegenwächst, wenn du mit Anstand wächst. Ja, was Du haben wir jetzt musst mal nicht, ge die Masse macht es nicht in Ja, deinem Traum. was haben wir Das ist doch jetzt mal genau das ge Gegenteil verstanden. genau bleiben? Du hättest jetzt eine ganz normale, ohne Holofeeling-Person, die sich mit 60 betrachtet. Also Es wenn sie gibt 60 Personen, die ist. haben kein Holofeeling. Es gibt keine Personen, die Holofeeling haben oder nicht haben können. Es gibt bloß dich und du hast es und alles andere sind deine Gedanken. Okay. So einfach ist es. Lass einmal davon los, dass ein Gedanke von dir was verstehen könnte. Der Gedanke wird immer so sein, wie du ihn dir denkst, inklusive der Daniela, die du dir jetzt ausdenkst. Gut, Du das bist lasse dein ich. eigenes, Problem. Probleme heißt das Vorgelegte. Du bist dein eigenes Problem. Lasse es jetzt mal so stehen. Lass mal das einmal so stehen jetzt. Lass das einmal auf dich wirken. Okay. Okay. Guten Rutsch. Wohin? Das neue Jahr. Bis gleich. Tschüss. Thank you.